Ah, schon viel besser. Okay, alles klar. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ja, was ich auf jeden Fall vorhin schon sagen wollte, vor der 15-minütigen Sequenz. Erstmal muss ich mein Headset gleich erstmal wieder richten. Nein, ich habe ja versucht beim letzten Mal ein Easter Egg euch zu zeigen. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. Ich habe zwar genau das getan, was auch in dem Video zu sehen war, was mir dann hinterher nochmal zugeschickt worden ist. Vom lieben Alex. Aber, ja, es hat einfach nicht funktioniert. Das Video habe ich mir vorher natürlich nicht angeguckt, wäre auch zu leicht gewesen. Wenn ich da nochmal dran vorbeikommen sollte, ich muss da nochmal auf Shell One, da werde ich es vielleicht nochmal probieren. Mal gucken, mal gucken. Also, okay, alles klar. Gut, ja, und außerdem, genau, der Alex, bevor ich ja letztes Mal erzählt habe, ne, hier, bei dem ich das Spiel halt erstmal gesehen habe und alles drum und dran. Ach komm, stell dich nicht so an, Frau. Nein, das will ich nicht machen, ich will das hier machen. Sich immer da hinscheuchen zu ihr. Ach, schade. Das macht mich ein bisschen traurig. Geh doch mal da weg! Komm! So. Ja, auf jeden Fall, der Spieler ist jetzt auch halt parallel. Der will da die Platin-Trophäe holen. Und es geht einfach so schnell, wenn man die Sequenzen wegdrückt. Das, was er innerhalb von, was ich halt innerhalb von 2 Aufnahmen geschafft habe, ne? Das hat der einfach mal innerhalb von, weiß nicht, eine halbe Stunde geschafft. Und das war schon langsam, weil der hat auch da schon die ganzen Doc-Tags und sowas geholt. Okay. Und tschüss. Das war's. Kommst du jetzt mit, Frau? Oder was? Ach, gib doch mal Gazen. Ja, solche Escort-Missionen mit so wehrlosen Weibern ist schrecklich. Wo ist denn hier noch was? Ach komm. Hier wegen diesen 12 Dingern hier. Stell dich mal nicht so an, ey. Weib. Oh, vor allem, die rennt auch einfach wieder Kilometer weit weg, ne? Bis jetzt. Ey, willst du mich jetzt. Willst du mich eigentlich? Ah, komm. Du sollst ja auch nicht mit den anfreunden. Du sollst einfach nur mitkommen. So. Himmelarsch, ey. Das war jetzt aber auch eine schwere Geburt. Piep. Okay. Boah, wann ist denn der scheiß Aufzug endlich mal da? Dankeschön. Also, wie komme ich jetzt auf Strebe 1? Das ist eine sehr gute Frage. Strebe 1 sag ich schon auf Shell 1. Ich weiß es wirklich einfach überhaupt nicht. Okay, hier sind Gegner oder ist das eine Kamera? Ich bin mir noch nicht so ganz... Gut, okay, es ist ein Gegner. Nehmen wir die Sokom, vorsichtshalber. Ah, ich warte lieber nochmal ein Momentchen ab. Freeze! Okay, ne Dogtag. Vielen Dank. Piu. Und gute Nacht. Martin Johansen. Ich glaube, ich habe das ein bisschen die letzten Male stiefmütterlich behandelt, das Vorlesen der Namen. Ah! Weil ich einfach so ein Action war. Aber es lief auch die letzten Male einfach relativ gut. Also vor allem, was es hier Dogtag sammeln und sowas angeht. Weil ihr mir so nette, so tolle Tipps gegeben habt. Ja, ihr seid daran schuld, dass ich hier jetzt nicht mehr ganz so oft verkacke. Ah, komm, nehmen wir nochmal mit. Was ist das? Ha! Moment. Zack, zack. Nee, Moment. Zack, zack. Ach komm, stell. Boah. Alter, stell dich nicht so an. Was ist eigentlich, wenn ich dir das Ding ins Gesicht halte? Sie guckt einfach nicht nach oben. Na gut. Dann ist es halt so. What was that just now? What was that just now? Okay, okay, okay. Das ist ein harter Motherfucker, bin ich mir sicher. Don't shoot. Nein, doch nicht. Don't shoot! Der hat so eine komische Stimme. Okay. Und gute Nacht. Okay, er schläft doch. Habe ich ein bisschen die Sorge. Hey, Xeng Shuang! Heute ist irgendwie so ein Charakter von Dynasty Warriors. Okay, ja, komm. Ich könnte eigentlich mal währenddessen die Body Armor tragen. Haben wir ja neu gefunden. Ja, okay, ich kann es aber nicht ausrüsten. Weil ich hier gerade eine Frau in der Hand habe. Oder ein Mädchen, besser gesagt. Ich finde das so ein bisschen doof, dass sie halt so auf so süß getrimmt ist, mit diesen Löckchen, die da abstehen und so. So was kann ich auf den Toni ab, ne? Also einfach so, wenn das so gezwungen ist. Ja, okay, dann würde ich sagen, du wartest erstmal hier. Mademoiselle? Ja, kommst du weiter, oder,
Er will sich einfach nicht bewegen. Okay. Oh mein Gott. Okay. Dann gehen wir doch lieber nochmal zurück, würde ich sagen. Er geht bestimmt nicht hier runter, ne? Nein! This is a little bit of kacke. Halt die Fresse! Okay, ich muss die Frau verstecken. Warte mal kurz, hier ist bestimmt irgendwo ein scheiß Spind oder sowas, ne? Ja, guck mal, sieht doch schon mal gut aus hier. Ja, ich hoffe mal, du bist ja in Sicherheit, ne? Ach, die anderen beiden pennen, ne? Ach, scheiße. Die werden jetzt wahrscheinlich auch geweckt. Fuck. Ja, war dumm von mir einfach mal wieder, weil ich war wieder mal war ich nicht geduldig genug. Nein! Er hat doch gesagt, es ist alles in Ordnung. Verdammte Scheiße. Okay, ich muss den Affen da oben auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Ja, jetzt sieht er die anderen beiden schlafenden Ärsche. Ja, wächst doch ruhig auf, du Pimmel. Ja, ich war gerade mal eben nochmal ab. Wenn jetzt gleich hier unsere Olle mal ein bisschen verprügeln, mache ich aber lieber doch nicht. Ja, aber ich mag diese Mission auch nicht. Da gibt es aber Resident Evil 4. Und bei... Oh, bei Resident Evil 2, wo man das kleine Mädel da... Ja, aber ich glaube, das steuert man selbst. Selbststeuern finde ich nicht ganz so schlimm wie eskortieren. Das finde ich richtig nervig. Kommt nicht hier rein. Dann können wir gerne Freunde bleiben, ne? Also. War das knapp. Himmelarsch. Okay. Gut, gut. Das heißt, die drei sind jetzt da oben wach, die Penner, ne? Ich weiß jetzt nur nicht genau, wer welcher ist. Also wer jetzt wer ist. Komm, dreh ich nach oben, dreh ich nach oben, dreh ich nach oben, dreh ich nach oben. Dann schläfer ich dich nämlich schon mal ein. Ach, 43 Schuss. Okay, Moment. Hui, das war knapp. Oder auch nicht. Freeze! Don't shoot! Dich habe ich schon mit deiner Stimme. Aber eine Ration haben wir. Können wir erstmal schön was fressen. Zack. Saubär. Fuck. Okay. Oh shit. Naja, aber ich glaube, ich hole mir den anderen, während der jetzt hier den wahrscheinlich sieht, wie der hier eingeschlafen ist. Oh, wir machen es ganz einfach so. Oh, das war schon wieder der Falsche. Ich glaub's ja nicht. M9, super, das ist aber nicht schlecht. Gut, dann wecken wir dich halt wieder auf. Ist ja alles kein Problem. Drei Bücher haben wir, okay. Die muss ich auf jeden Fall auch nochmal einsetzen, weil das habe ich auch nicht konsequent durchgeführt, leider. Ey, wach doch mal bitte auf. Ja. Ich will auch so einen Kühlspray haben. Das wäre für die Temperaturen momentan echt geil. Gib mir deinen scheiß Dogtag. Dankeschön. Florian Busch. Das ist doch mal ein Name, den kann ich auch mal aussprechen. Schön. So, den Arsch da unten mal eben fertig machen. Ach, fuck. Okay. Boah, der soll mal wieder schön abhauen. Wo sind denn zwei? Was soll das denn jetzt? Oh, hier kann man so schön Dogtag sammeln, ne? Prometheus. Ne, mich würde das echt mal interessieren, wie viel ich gleich habe. Ich glaube, ich gucke gleich mal nach, wie ich den Arsch hier gesammelt habe. Ich gehe aber auch nochmal in den rechten Bereich hoch. Das interessiert mich auch. Ich weiß einfach nicht, wo ich lang muss. Das ist die Scheiße. Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Nein, falsch. Im Kern. Okay, das heißt, wahrscheinlich muss ich über den rechten da, ne? Weil da ist ja unten hier der eine Bereich. Also diese kleine, dünne Strebe. Da komme ich wahrscheinlich weiter. Okay. Aber erstmal, ne? Mr. Dogtag. Komm ins Gesicht, sprüh direkt. Geht nicht schneller, aber ist egal. Okay. Freeze. Don't kill me.
Ich wäre wahrscheinlich niemals drauf gekommen, früher, wenn ich das vor Jahren gespielt hätte, als es rauskam, dass ich die irgendwie mit aus der Ego. Taro Arakawa! Dass ich aus der Ego-Perspektive mit der Waffe bedrohen muss, damit die mir Dogtags geben. Ich wäre niemals drauf gekommen. Echt. Okay, so wie es aussieht. Auch Ration, warum nicht? Ein bisschen Munition. Warum auch das nicht? Hammer voll. Und ein bisschen Maschinengewehr. Superb! Okay, das heißt, jetzt können wir eigentlich die Emma holen. Weil die pennen noch. Die pennen lange, wenn ich die nicht beschleunige. Die Musik, die ist so absolut gechillt, ne? Ich mag die irgendwie. Also ich behaupte mal, links ergibt keinen Sinn, deswegen gehen wir doch einfach mal nach rechts. Wobei ich jetzt auch gerade nicht weiß. Aber ich gucke gerade mal, vielleicht doch nochmal lieber auf die Karte. Ja, links gibt doch Sinn, weil dann gehe ich nochmal alle Streben nämlich durch. Dann sehen wir auch mal ein bisschen Gameplay, nicht so viele Sequenzen. Wenn ich denn da durchkomme, natürlich, das ist die Voraussetzung. Ja, komm, latscht auf seinem Gesicht rum. Ist nicht so schlimm. Es ist kaputt. Ach, fick dich doch. Echt. Gut, dann gehen wir halt durch den anderen Weg. Scheiße. Ah. Komm, lauf, lauf, lauf. Ja, ansonsten, was kann ich noch erzählen? Borderlands spiele ich am Montag immer noch. Pre-Sequel schon seit gefühlten 400 Jahren. Und ich habe jetzt relativ viel Farm-Scheiße schon weg für die Platin-Trophäe. Ich habe jetzt eigentlich nur noch Kleinkram zu holen und dann noch ein bisschen... Oh mein Gott! Kill-Gefarme. Kilimanjaro quasi. Gehst du nach oben? Jawoll! Hallo! Wo kommst du eigentlich gerade her? Please don't. Please don't. Ja, das Glänzen auf der Brust haben wir gerade gesehen. Das bedeutet, der hat einen Dogtag. Sehr gut. Gaku Yamada. Okay, das waren jetzt aber wirklich alle, ne? Ich check gerade mal ab. Ach, kann ich nicht. Wäre ich jetzt eh wieder vergessen, dass ich gucken möchte, wie viele Dogtags ich habe. Aber so ist es nun mal. Eigentlich auch noch mal eine Kamera oder so? Oh, Himmelarsch, ey. Meine Fresse. Also vom reinen Spielfortschritt sind wir eigentlich schon relativ weit. Also, weil es interessiert mich halt auch immer, vor allem an Spiele, an die ich mich nicht mehr so erinnern kann, wie lange die jetzt noch ungefähr gehen. Und ich glaube, die Komplettlösung, die ich mir durchgelesen hatte, hatte 59 Seiten. Und zu Beginn dieser Aufnahme waren es noch 12, die fehlten. Ey, bitte jetzt keine Lücken oder sonst irgendwas. Okay, alles klar. Ja. Machen wir mal einmal den hier, würde ich sagen. Ich bin so tot. Emma! Tarn dich! Irgendwie! Komm, jetzt gib mir deine scheiß Hand! Wir haben nicht alle Zeit der Welt hier. Fall nicht runter. Ist das der einzige Cypher? Ich hoffe mal, ey. Ich hoffe mal stark. Also müssen wir jetzt eigentlich einmal noch... Nicht! Nicht abbrennen hier! Bist du des Wahnsinns? Ja, toll. Dumme Scheiße. Okay. Ja, ich muss ihn einmal betäuben, kurz. Leg dich bitte einmal schlafen. Ja, durch die Tür komme ich nicht. Die ist kaputt. Also wenn ich jetzt gleich durch die Tür komme, ne? Dann verstehe ich nichts mehr. Wake up! Also, okay. Oh, ja, werde ich, du Arsch. Gib mir her, dein Scheiß! Fuck you! Mann, das kann nicht sein, der wollte ich doch gerade schütteln. Ach, scheiße. Kacke ist das. Ja gut, ich, sag nochmal Tschüss. Oh, so ein Mist. Ja gut, okay, das heißt, ich gehe also erstmal allein vor, hol mir die scheiß Dogtag, schmeiß den Arsch irgendwie über die Brüstung, ne? Weil mit solchen Leuten habe ich kein Mitleid. Oh. Ja gut, okay, dann machen wir halt so. Und dann kann ich den ganzen Scheißweg nochmal zurückrennen. Aber dann ist es nun mal so. Schaffe Grenade. Pfui! Okay, wie ist um einiges schneller als der andere. Kacke, ey. Dankeschön. So, okay, alles klar. Moment, wenn ich richtig coole, eine richtig coole Sau bin. So, okay. Einmal so.
Dann schaffen wir den mal außer Sichtweite, würde ich sagen. Und dann knallen wir den da hinten über den Haufen. Als Schaffgrenade, die muss ich sowieso nur das ein oder andere Mal benutzen hier. Oh, was ist das? Oh, sogar was, was mir hilft. Das ist gut. Kühlspray, da. Schön in den Schritt. Da muss man auch von aufwachen. Okay, nehmen wir den einmal. Ach, ich bin so dumm. Ja, ich wusste es doch. Die schieße ich ab, Kollege, ne? Weiß Bescheid. Han Yi Cheng. Okay. Huch! Ein Schuss weg! Hätte ich das mal früher gewusst, dann bräuchte ich meine ganzen Granaten, um euch zu verschwenden hier. Scheiße. Wo ist denn der andere? Da waren nur zwei. Da unten. Der ist ein bisschen krasser drauf. Bums! Ich mag das, wie die Dinger kaputt gehen. Okay. Haben wir das schon mal geklärt, das Thema? Es geht also auch leicht. So, wo bist du denn? Emma. Emma! Ah, da. Okay.